Es macht's gut, ihr Bastarde. Ah ja. Bist du tot, Schmucker? Was? Ist das mein... Nee, das andere war meins. Was? Viel Spaß beim Praktikum. Herbert. Wie viel sind wir jetzt im Dienst? Herbert. Herbert. Ja? Hast du den Tipp für mich? Was? Einen Tipp. Wie einen Tipp? Ja, wie ich mich mache gut. Ja, weiß ich nicht. Sei einfach du selbst, würde ich sagen. Ja. Ja. Okay, danke schön. Ja, und? Ja, gut. Okay, mach es, Jörg. Ja. Ja. Ja, wollen wir den Knicker das mal zeigen, oder was? Ja, ich kann halt nur so lange, bis der Gamble hier ist. Wir können einmal um den Block fahren. Ja, steig ein. Hugo. Steig ein, ihr Bekloppten. Ich fahr einmal um den Block. Ich muss warten, bis der Gamble hier ist. Ja, so. Okay, komm gleich auf. Ja. Okay. Moment. Es tut mir leid. Das, kein das Problem, wollte ich Chef. Nicht. Also wirklich nicht. Das, kein das war... Problem. Ich glaube, der mag dich nicht hoch. Hat mal jemand was zu essen für mich? Ich verhungere hier gleich. Das ist nicht gut, wenn einer der Chefs dich nicht mag. Ja, Shepard, du sprichst da aus der Frau. Dankeschön, wir haben unbedingt einen Hamburger. Ja, wie gut, dass mich das wenig interessiert. Ja, los, Shepard, einmal im Blog, let's okay. go. Okay, alles gleich. Klar, okay. Ja, also, wie sollen wir das jetzt machen, wie wir das immer machen, ne? Ja. Okay. Und herzlich willkommen beim Quiz-Taxi. Wow, sind Sie aufgeregt? Ja, volle Granate. Ich merke Ihnen die Aufregung schon richtig an, deswegen möchte ich Ihnen erstmal die Regeln erklären. Ja. Also, Sie haben wie folgt 3 Leben. Ja. Und bei jeder falsch beantworteten Frage verlieren Sie jeweils 1 Leben. Mhm. Ja. Wenn Sie 0 Leben haben, dann muss ich Sie leider raussetzen. Oh. Kleiner Spaß, ich fahre sie trotzdem zu ihrem Ziel. Ja. Und die haben einen Telefon-Joker. Und den haben sie noch einen Passanten-Joker. Aha. Ja, beim Passanten-Joker, da können sie den Passanten ansprechen. Und beim Telefon-Joker, da können sie dann jemanden anrufen, wenn sie eine Frage haben. Aha. Haben sie soweit verstanden? Ich habe verstanden. Wohin, genau. Wohin müssen Sie denn? Ja. Einmal um Block. Einmal um Block, genau. Okay, alles klar. Okay, dann kommen wir zur ersten Frage. Ja. Wie kastriert man einen Kühlschrank? Man nimmt die Eier raus. Jawohl, das ist richtig. Sie haben schon $100 gewonnen. Wie fühlt sich das für Sie an? Ja, schon wunderbar. Nicht schlecht, okay. Alles klar. Okay, nächste Frage. Ja, wir sind schon da. Sie kriegen nur $100. Machen Sie es gut, lecken Sie mich am Arsch und hören Sie mir auf, mir auf den Sack zu gehen. Verdammte Scheiße. Raus aus meinem Taxi, du mieser Bastard! Herbert? Wenn nur Spaß zu machen, wir das natürlich nicht. Aber die Kunden können noch bis zu $2000 gewinnen. Das habe ich bisher aus meiner eigenen Kasse verschenkt. Und naja, dann ist meist so eine Fahrt vielleicht auch schon bezahlt. Und ja, also die bezahlen ja die Fahrt dann trotzdem ganz normal, aber kriegen das Geld dann von mir bis zu $2000 halt in bar ausgezahlt. Ja. Okay. Shepard, das finde ich an sich eine mega gute Sache. Ich guck mal, wir setzen uns da mal hin und gucken mal, ob wir da was vom Staat erreichen können, dass wir da so ein kleines bisschen Unterstützung kriegen vielleicht. Alles klar. Weil... Ja, das solltet ihr sowieso mal machen, weil wenn ich mir überlege, dass sogar Leute mit Stütze schon $300 verdienen. Ja, ich weiß, ich habe da schon was eingereicht. Und wir so, ich glaube hier, der Gerrit wollte noch was von dir. Ja, was ist los, Gerrit? Was wollte ich? Ja, du hast doch eben Herbert gerufen, oder nicht? Ja, du hattest irgendwie eine Idee oder so. Nee, ich habe keine. Ich habe Herbert auch so kennengelernt, wie der gerade gemacht hat. Ah. Ja. Wieso hast du mich kennengelernt? Du hast doch zu mir gesagt, nimm dein Ding aus mir. Und hast mich raus. Also. Ja. Ja. Sonst. Was haben Sie, Chef? Chef, was ist los? Müssen wir Arzt rufen? Nee, ich habe gerade die Teekanne angeschmissen. Alles gut. Also, da. Ich muss aussteigen, muss arbeiten gehen. Ja, genau. Ja. Okay, danke dir, Shepard. Auf jeden Fall ist das ganz cool. Und wir gucken mal, ja? Alles klar. Gut. Macht's gut. Man sieht sich.
Herr Herbert? Ja, scheiße. Was hast du Schwanz. Im Mund gehabt? Das war ja ein Bäuerchen. Was war denn das? Ich wollte gerade sagen, nach Schimmern riecht der Schwanz. Oh. Was hat der gerade gesagt? Na, Shepard riecht nach Schwanz. So, wie fandst du das denn mit dem Quiz-Taxi? Mit dem Schwanz? Mit dem Quiz-Taxi, ach so, mit dem Schwanz. Das ist gut, das ist eine gute Idee. Ja, ne? Ja, das ist eine gute, schöne Idee. Ja. Ja. Das, da mit Herbert haben sie einen soliden, ja. Einen soliden? Ja. Das freut mich zu wissen. Ja. Okay, gut, dann sage ich Hans, er soll gleich zu dir kommen und dich mitnehmen. Ja. Zum Taxifahren. Dankeschön. Und dann wünsche ich dir einen schönen Start ins Praktikum. Dankeschön. Nicht? Dankeschön, das Chef. Klar. Gerne. Schönen gerne. Abend noch. Ach so. Ja. Sag mal, möchtest du vielleicht meine Nummer haben, falls mal irgendwas ist, dass du mich anrufen kannst oder sowas? Haben Sie keine Freundin? Hallo? Oder? Es geht also, darum, wenn du Probleme mit einem Mitarbeiter hast oder sowas. Ja, ja. Ha? Nummer, ja. So, meine Hörgeräte waren gerade kaputt. Ich habe euch bis nach da hinten gehört. Ich zeig dir mal nochmal meinen Ausweis und dann okay. Gebe ich dir gleich meine Nummer durch, ja? Alles klar, macht's gut. Alles gut jo, bei uns. Tschüss dann, Shepard. Ja, okay. Ja. Ja, Nummer? 555? Ja. 481? Ja. 8929? Ja. Okay. Hilfe. Ja, die Moment. Warte mal. So. Ja. So. Ja, alles gut. Alles gut. Ja. Hast du abgespeichert, ja? Ja, warte. Chef, ja, Chef. Ja. Aha. Abgespeichert. Ja. Dann lass mal durchklingeln, damit ich weiß, dass es auch stimmt. Hier. Ah ja. Hallo. Hallo. Ja, okay, passt. Ja. Sehr gut. So. Warte, dann speichere ich mir deine Nummer auch noch ab. Ja. Natürlich. Gerrit, ja? Schmoker. So. Ja, dann setze ich das noch dahinter. Hast du eigentlich recht. Kann ja Vor- und Zunahme nehmen. Mhm. Nachname meine ich. Ja. Hier mal die 5. Ach, ich habe sie ja hier schon vermerkt. An Nummer so. Aufgeschrieben, Chef, ne? Habe ich schon. Okay, ja. Gut. Alles gut. Gut. Okay, gut. Ja. Dann Dankeschön. Ich schicke Hans raus. Ja, Dankeschön. Ich das gucken und so. Und da war noch. Hallo, Hugo. Ja, ich bin da, Chef. Ja, dann let's go, kommen wir mit dem Kunden. Ja, okay. Wer ist denn das? Cape 01, ja, mit dem ich fahren. Was denn? So. Anschnallen, Chef, ne? Richtig. Ja. Musst du theoretisch auch Taxi fahren, die? Warum? Ja, weil du ja ständig Fahrgäste hast. Dann musst du dich nicht mal anzahlen. Du musst dich ständig an- und abzahlen, sollen. Wieso? Hä? Aber dann, wenn ich Unfall habe, fliege ich die Scheibe. Das ist dein eigenes Risiko. Ach so. Aber du bist ja nicht so verpflichtet als Taxifahrer. Ach so. Da, hier ist, wie will du fährst schnell, Chef. Wie schnell fährst du? Ich fahr immer ein bisschen schneller. Ja? Ihr sollt zu langsam, aber ihr solltet halt aufpassen. Wenn euch die Polizei erwischt und ihr auf den Sack kriegt und ihr euren Führerschein verliert, dann haben wir halt ein Problem. Was für ein Führerschein? Ich will dir nicht arbeiten. Du hast keinen Führerschein. Also blöd. Aber kannst du trotzdem Auto fahren? Ja. Den soll mir das egal sein. Was für ein Führerschein, Chef? Wo krieg ich Führerschein? Hast du keinen gekriegt vor einer Reise? Hast du noch keinen? Ich hab gar nichts. Ich hab noch nicht mal Geld, Chef. Du hast nicht mal Geld? Nee, ich hab gar nichts. Oh, ich muss immer alles wegschicken, mein Geld, was ich kriege. Ach so? Ja. Mache ich immer einen kleinen Umschlag ein und dann weg damit. Wo schickst du das denn hin? Zu meine Kinders. Wo ist Kinder? Ja, 26, 18 Jungs und 7 Mädchen. Ja.
18 Jungs und 7 Mädchen, oder warst du ja ganz schön fleißig, du? Ja, sind aber nicht alle vom selben Mann. Was? Ja. Ich hab damals immer schon gesagt zu Hilde, Hilde, pass mal auf, du verarsch mich, den Jungen kenn ich. Die kam eines Tages, Chef, kam die vom Einkaufen, ne? Kam die zurück vom Einkaufen mit Tüten und einem kleinen Kind an der Hand. Der war so, der Bub war ungefähr 5, 6 Jahre. Ich sag, wer ist das? Ich wollte einfach ein Kind dabei, das war nicht deins. Das Kind, Herr Kläger? Kann ich gar nicht. Herr Kläger? Ja, nee, Schmucker. Herr Kläger, reden Sie mit mir. Hugo? Ja. Ja, Chef? Irgendwas ist nicht in Ordnung. Wo, warum? Was stimmt der nicht? Der Handyempfang will wohl nicht. Ich hab Tabletten, wenn Sie wollen. Tabletten? Wenn Sie mir das schon anvertrauen, dann... Okay, ist die Vertrauensbasis... Herr Kläger, wo ist der Kunde? Ja, die Nummer geschickt. Wo gesagt hast, den soll ich abholen. Oh. Drei von neun? Nee, vier von neun. Moin Sie, Herr Kläger. Herr Kläger? Herr Kläger? Oh, da ist gerade aufgelegt. Ich habe verstanden, an der Tankstelle. Herr Kläger? Kläger? Oh, welcher Shop? Drei, okay, danke. Tschüss. Okay. So, jetzt weiß ich, wo der Kunde ist. Fahren wir da mal hin. Fahren wir jetzt einen Kunden holen. Wir fahren jetzt einen Kunden holen. Ja. Weißt du, kennst du schon die Preise? Hat die dir mal erklärt? Nee, kenn ich nicht, Chef. Preise? Oder welche meinen Sie jetzt? Die Taxipreise. Nee, Taxi kenn ich nicht. Pro angefangene Kilometer kostet es was $200. In der Nacht ab zwischen 0 und 6 Uhr kostet es was $250 pro Stunde. Das ist ja was für... Für angefangene Kilometer, so rum. Ja, das kenne ich mit dem Angefangenen. Richtig. Und dann die Anfahrt kostet innerhalb des Stadt, kostet 200. Und außerhalb des Dorf 350. Ja. Und dann kriegst du ein Kartenlesegerät. Ja. Und dann, wenn der Kunde Trinkgeld bezahlen will, er kann es dir bar geben, wenn er möchte. Aber wenn er das Trinkgeld bezahlen möchte mit Karte, dann kannst du das damit eingeben. Ja. Und dann trägst du den Speeder, da gibt es eine Liste. Ja. Dann trägst du denn ein, was der Kunde bezahlt hat. Also was der Kunde für die Fahrt bezahlen musste. Ich will kein Trinkgeld, will ich nicht. Ja, wenn der... Alles für Firma. Weil Firma bezahlt mich, dass ich kann leben. Ne? Ja gut, so viel kriegen. Ja gut, ja stimmt. Will nichts haben. Will nichts. Braucht kein Geld. Nicht viel. Ey, wunderschönen guten Tochter her. Im Taxi bestellen? Jo. Wo darfst du denn hingehen? Einmal bitte zum LKW-Händler. Oh, da fahren wir doch gerne hin. Das war für die Anfahrt $350 und pro angefangenen Kilometer sind wir bei $200. Macht dann. $1,350. Ja, passt. Das freut mich doch zu hören. Ja. Was machen Sie denn hier raus? Ich hab meinen LKW hier abgestellt. Ach ja, Mensch. Und jetzt wollen Sie einen neuen LKW kaufen? Nee, ich wollte mein Auto, was ich da stehen gelassen habe, abholen. Ach so. Mach's denn. Ja. Das macht natürlich Sinn. Ja. Und sonst, wie läuft bei Ihnen so? Oh, bis jetzt können wir uns nicht beklagen. Ja? Hilfe! Abraxacadado. Heck. Hallo? LKW-Händler sagten Sie. Genau. $1,350 wird das denn machen? Ja, ist kein Problem. Ja, das hört sich doch gut an.
Chef? Ja. Eine kleine Frage. Muss ich, wenn ich Praktikum Ende habe bei, ne? Muss ich machen hier Werbung dafür? Wie meinst du mit Werbung? Hier schreiben auf dem Blatt. Werbung? Ja. Also da du schon Praktikant bist, nö. Nee. Aber eigentlich wärst du normalerweise wirst du erst Praktikant, wenn du eine Bewerbung geschrieben hast. Aber soll ich das nicht ordnungshalber mal machen? Ja, wenn du willst, kannst du das machen. Bewerb für Taxi. Ja. Ja. Ich geh mal in. Ich vertief mal. Hast du einen Stift und Blatt hier? Ja. Handschuhfach, ne? Ja, da am Handschuhfach. Ich würde auf die Straße gucken, Mensch. Ja, ich nehme mir Rausch. Und verdient man gut als Taxifahrer? Ja. Oh, es geht so. So. Aber was heißt denn, geht so? Kommt drauf an, was die Kunden an Trinker geben. Ach so. Ja. Ja, gut, ne? Ich glaube, wenn so ein Wochenende ist, ne, dann fließt das Trinkgeld aber wie sag ich mal, der Alkohol in den Clubs, oder nicht? Es kommt drauf an, was für ein Tag ist. Manchmal sind manche Kunden sind halt spendabel, manche sind weniger spendabel. Hm. Manche geben $50 Trinkgeld, manche geben $500 Trinkgeld, manche geben $1,000, $4,000 oder sogar $10,000. Ach du Scheiße. Aber das sind dann bestimmt so Leute, die genug Kohle auf der Seite haben, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Macht der Taxifahrerberuf den Spaß? Ja, ich kann mich nicht beschweren. Ja, das hört sich doch gut an. Oh, richtig. Das ist das Wichtigste. Wenn man keinen Spaß bei der Arbeit hat, ist halt scheiße. Hm, das stimmt. Wo sind hier die Auffahrt? Hier links. So. Hier? Oh. Ja. Das sah aus wie ein Zaun. Ja. Ist ein bisschen merkwürdig. So. Da sind wir. Was haben Sie gesagt, kostet mich das? $1,350. Ja, machen Sie 1,500 draußen, dann passt das. Das höre ich doch gerne her. So. Wollen wir da die Karte drauf? Ja. Wie schön. Danke Ihnen vielmals. Jo. Schönen Abend noch. Jo, wollen Sie vielleicht noch ein paar Erdbeeren haben? Ich verkaufe nämlich Erdbeeren. Oh, Erdbeeren? Ja. Ja, warum nicht, ne? Ja, komm, schenken Sie aus. Kriegen Sie einfach so. Ja, so. Was sagen Ihnen nein? So, wie viel wollen Sie denn haben? Ja, weiß ich nicht, was Sie da haben. Ja, was ich da habe, ist viel. Ich gebe Ihnen mal 10 Stück mit, ja. Ja, das freut mich doch. So, bitteschön. Danke vielmals. Jo, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Chef? Ja? Bin gleich fertig mit Werbung. Gib ich dir dann... kein Stress. Ja, gib ich dir dann bei. Ja, mein das mehr. Muss nur immer gucken, weil fährst Hubbel hier, dann muss ich gucken. Ja, und nicht, dass du mit dem Stift durchs Papier redest, wa? Das wäre ganz schön scheiße. So. 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 Taxi. Hab ein Taxi gehört? Ja, was geht? Der braucht ein Taxi. Ein Mora. Evan Owa. Spoko. Setz dich doch zu. Ja, Chef. Hugo? Ja, Chef. Das ist die schönste Bewerbung, die ich je gesehen habe. Finnische Bewerbung.
gut. Die ist perfekt, ist sie. Ja, das ist gut. Das freut, hat mir auch Mühe gegeben, Chef. Ja, ich sehe, dass du dir Mühe gegeben hast. Ja. Was machen wir hier? Wir müssen das Taxi lackieren lassen. Ach so, pink, ne? Ja, richtig. Für den Chef, den großen Chef. Ja. Ja, okay, du wolltest mit mir reden. Komm. Ja. Hä? Okay, wir machen, ich komm gleich zum Unternehmen. Euch. Nico, was machen Sie gerade? Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Aber Sie fahren kein Taxi, oder? Kann ich helfen? Mir? Dann bringen Sie mal ein Taxi her. Nee, mir gar nicht, mein Chef. LSC. Ah ja, okay. Da ist mein Chef. Ja. Mhm. Und haben Sie noch wen bei sich? Geht's Ihnen gut? Ja, soweit. Ja, haben Sie vielleicht was? Ja, dann soll der mal irgendwie uns abholen. Ein Brot hier irgendwie oder sowas. Was Sie nicht brauchen. Butterbrot habe ich nicht mit, aber ich kann ihm Burger geben. Ein Bargeld? So ein Burger. Und dann hätte ich ihn mit. Dankeschön. Ja, gerne. What up? Ein Maskierung. Bitte einmal Maskierung. Hier. So. Cool. Soll ich reinfahren oder kommen Sie raus? Muss gleich nochmal kurz fragen, eventuell müssten wir sonst eben warten. Ja, alles klar, ganz in Ruhe. Okay. Jo. Alles klar. Kann ich Ihnen schon mal das erste Taxi in der Hand drücken? Mhm. Boah, hey, guck mal den Schlitten da hinten an. Wo denn? Da ganz hinten in der Ecke. Danke. Da kommt gleich noch mein Kollege, der bringt auch nochmal ein Taxi. Da hast du schon mal die ersten zwei Taxen lackiert haben. Jo, alles klar. Und dann werden wir je nachdem, wenn die fertig sind, werden wir die nächsten Taxen bringen, weil sonst haben wir ja keine Taxen mehr, mit denen wir Autos fahren können. Na, klar. Okay, dann haben wir schon mal die ersten zwei fertig. Jo. Taxi steht draußen. Mhm. Soll ich das reinfahren, Chef? Ja, ich mach schon. Dankeschön. Sie haben auch gut zu tun hier, ne? Ja, gerade so ein bisschen. Ja, das ist gut. Das Geschäft, ja, für meine Nerven nicht so. Wieso Nerven? Haben Sie eine Frau, sind Sie verheiratet? Nee. Ach so, ein Freund, okay. Das ist nee, ja nicht. Wie, nee, nee? Nee, leider nicht. Weder noch. Also? Weder Frau noch Freundin noch sonst irgendwas. Ja. Aber nee, ist gerade nur, wenn so viel los ist, ist immer ein bisschen Stress. Ach so. Ja. Das tut mir leid. Ja, alles gut. Knigger will, glaube ich, ja. Das ist Bob. Nein. Das ist Bob. Nein. Das hier ist Bob. Das ist Bob. So, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich schon Nummern verteile. Wer? Ja. Der da. Ich kann den auf keiner Parkplatz hier, bitte auf den Kundenparkplatz fahren. Macht jetzt Praktikum bei uns. Ja, mach ich. Zwei kannst du. Ach, sonst. Wie siehst du denn aus? Wie sehe ich aus? Ich hab die Kleidung des Hohen Reichs. Was für ein Hubrich. Ja, ruf an, wenn du fragst. Welches Praktikum ist denn? Warte mal, Cap 02. Ja? Dann gebe ich mal einen Schlüssel. Ey, und geht fahren. Wenn die überhaupt so rumlaufen. Was? 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 Was denn? Nix. Ja, muss gefragt werden. Sagen Sie nichts gegen meine Priesterkleidung. Das ist doch keine Priesterkleidung, da kann ich mir auch anziehen, da bin ich immer noch kein Priester. Haben Sie ein Online-Seminar für Priester sind abgeschlossen? Sind Sie ein geweihter Jünger der Aztalecken? Ein geweihter Jünger von wer? Von den Aztalecken und die alten Jokers. Nee, ich bin der Uwe, ich will dich lecken. Also, ich warte. Ja. Uwe. Ja, genau. Was denn? Uwe will lecken. Ja, nee, ich will nicht lecken. Aber wissen Sie noch, was von lecken gesagt? Nee, die Aztalecken. Hm. Was sind denn Aztalecken? Das sind die Nachfahren der alten Inkas. Ich glaube, ich stehe im Weg. Ja, sie stehen definitiv, genauso wie die zwei Taxis, die draußen stehen. Ja, die mache ich gleich. Ja, die beim nächsten Mal bitte auf dem Kundenparkplatz parken. Und nicht direkt vor der Einfahrt. Alles klar, dann bis dann. Jo. Warum ist denn der so aggressiv? Weiß ich nicht.
Hans. Ja. Was macht der da? Wer? Ja, der. Knicker. Was mit Knicker? Ja, weiß ich nicht. Der rennt irgendwie in die Wand, der will mir was von Lecken erzählen. Ich glaube, ich bin in dem Möhrenhaus. Machen die das direkt, Chef? Die machen das jetzt gleich direkt wegen. Oh, schön. Was kostet sowas? $5,000. Puh. Ja, das ist die Cent teuer. Da muss an meine Mama lang häkeln. Also wir zahlen $5,000 pro Taxi mit dicken Rabatt. Ach so, normalerweise müssen wir dafür 12.000 bezahlen. Normalerweise weniger, ne? Ja, gut. Nee, normalerweise mehr. Also mehr, ja. Ja, teuer. Was da hinten, das ist das Auto für den Röhrig. Welches? Das weiß ich. Was denn das? Was ist denn das für ein Auto? Ein MM, ich hab keine Ahnung. Der ist aber schön, ne? Warte mal, ich suche mal, wo ist der Schlüssel? Guck mal, das Nummern. Hermes heißt der Auto. Don? Don Taxi. Kann ich nicht lesen, was sind denn da für Buchstaben? Don Taxi. D, ein O, ein N, ein T, ein A, ein X, ein I. Du kannst richtig lesen, Chef? Ja. Hast du Bildung? Ja. Ich nicht. Bild auch irgendwann jetzt aus an der Wand. Ja, nee, ich kann nicht richtig lesen und schreiben. Ach so. Ich war nur. Ja, hab mich geworfen von Schule. Was hast du Schule? Die haben mich geworfen von Schule. Ich war in dreite Klasse, ne? Da. Dritte? Ja, bei Lehrerin. Dann haben die mich von Schule geworfen, weil ich geraucht habe auf dem Schulhof. Ja. Haben dich einfach von der Schule geworfen? Ja, die haben gesagt, du bist 18, kannst gehen. Ja. Boah, sehr blöd. Ja. Da hatte ich meine erste Freundin, die Inge. In der dritten. Ja. Die Inge? Ja, Inge. Ja. Mein liebes Mädchen. Ja. Aber so lesen, schreiben kann ich nicht richtig. Nee. Warst du Akemie? Was war ich? Akemie. Weiß ich dann. Oder warst du Unität? Akemie? Akemie. Ich war Akemie. Da kommst du hin, wenn du gut in Schule warst. Ja. Hast du da Getränke gebraut, oder wie? Nee, ich hab da 18 Silvester, habe ich studiert da, ganze Zeit. Ja. 18 Silvester? 18 Silvester habe ich studiert. Ich hab nämlich früher, wollte ich Doktor werden. Ja. Musste studieren für auf Unität oder Akademie. Ja. Don Taxi, schönes Auto, ne? Schön weiß. Ja. Aber was für ein Doktor wolltest du denn werden? Was wollte ich? Ja, was für ein Doktor wolltest du werden? Da, wo meine Mutter und Schwester immer hingehen müssen. Zum Untersuchen. Ja. Frauenarzt. Ja, der Arzt. Die Frauen vertrauen dem Arzt. Ja. Okay. Habe ich früher, hast du auch geguckt, Dr. Stefan Frank, dem Arzt, dem die Frauen Frauen trauen. Ja. Der Arzt, ist der Pfarrer? Nee, der war Doktor. Der war Doktor, ja. Der sah gut aus. Ja, der sah echt gut aus, ja. Ist aber nicht mehr da. Aber Tommy, was kann ich für dich tun? Schönes Auto, gefällt mir. Ja, was geht? Das mit dem Gold ist auch schön. Wir sind gerade dabei. Die ersten zwei Taxen werden jetzt neu lackiert. Aber wenn du zum LSC dreckig, kommst, ne? Dann kannst du dir die Karre von Röhrig angucken. Ist ja dreckig. Ja, ich frage gleich mal, ob ich das schon mitnehmen kann. Müsste getrocknet sein. Chef, der Auto ist dreckig. Oh, dreckig. Guck mal hier. Von der Seite. Hier. Guckst du. Da. Ja, das ist natürlich blöd. Ja, da. Ja. Ich habe wahrscheinlich schon mal Probe gefahren. Aber schönes Auto. Ja, auch mit dieser gelben Pearl-Lackierung. Sieht richtig edel aus. Mit was? Dieses Glänzende, was so goldig aussieht. Ja, das ist schick, ne? Ja, finde ich auch. Ja, das ist Gold, ne? Nee, das ist gelb eigentlich. Sieht aber aus wie Gold. Ja, meine Mutter hatte auch viel Gold. Ja. Die hatte auch viel Gold. Gott hab sie selig, meine Mutter. Schön, gefällt mir. Würde ich auch fahren.
Wenn ich mal reich bin, kaufe ich mir auch sowas, Chef. Machst du das? Ja. Bist du reich? Nee. Ich auch nicht. Nicht mehr. Also, wieso nicht mehr? Warst du mal reich? Ja, weil ich Auto gekauft habe, ist das. Achso. Oh Mensch, das ist der Tommy. Ist Tommy? Ja, da. Was ist jetzt auch ein Taxifahrer? Tommy ist auch Taxifahrer. Okay.